Hi und willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge sind wir ja noch ein bisschen durch den Reaktorbereich, nehme ich mal an, durchgelatscht und haben diese Komponenten von diesen komischen Roboter ja ein bisschen manipuliert. Ja, genau. Die Leute haben versucht, den Roboter noch einsatzbereit zu machen, aber wir haben gesagt, ne, wir tun jetzt mal so ein paar Teile davon entfernen und ja, mal gucken, wie stark der jetzt ist. Ich nehme an, der kommt jetzt hier. Den werden wir bestimmt noch in diesem Part hier noch sehen. Ne? So, vorher aber noch. Ihr werdet wahrscheinlich im vorletzten Part gemerkt haben, ich habe ein Upsi gemacht. Ich habe das ja schon erklärt, aber für die, die es noch nicht so komplett verstanden haben, erkläre ich das jetzt noch mal. Und zwar, ich hatte gedacht, ich hätte den 16. Part bearbeitet, mit Intro reingepackt, Sound bearbeitet und all sowas, ne? Rauschen entfernen, so was ich immer mache. Und ja, hab dann in meinen Fertig-Ordner sozusagen reingepackt. Und ja, dann gehe ich und will den 17. Part bearbeiten und ja, merke, dass der 17. Part ist irgendwie genau, hat irgendwie genau den gleichen Inhalt wie der 16. Part. Und ja, den 16. Part hatte ich schon vorher gelöscht, also hat Original, die Rohdatei, ne? Und ja, da hatte ich halt keinen, da habe ich sozusagen den 16. Part gerendert, bearbeitet. Also ich habe den 17. Part bearbeitet, aber habe gedacht, das wäre der 16. Part. Und den 16. Part, die Rohdatei davon, die habe ich schon vorher gelöscht. Das heißt, ja, ein Part ist verloren gegangen, aber ist nicht so berauschend, ist ehrlich gesagt da passiert. Am 17. Part waren wir, glaube ich, vor dieser Maschine, ne, wo wir diesen Chocobo Soundtrack gehört haben. Und ja, ich habe die Materien da eingesammelt, die blaue Materie habe ich eingesammelt. Da und ich irgendwo die Nebenquests hier so angezeigt. Nee, ach, hier weiter gerade angezeigt. Und ja, ich habe die Materie eingesammelt, bin da hingekommen irgendwie und das enthielt hier Elementar-Affinität. Und ja, blaue Materie, das habe ich in dem Part auch erklärt, aber da der ja nicht mehr da ist. Folgendes, blaue Materie kann man verbinden mit grüner Materie. Hier, bei den beiden Dingern ja, ne? Da ist ja so eine Schiene dazwischen. Und wenn so eine Schiene dazwischen ist, dann kann man zwei Materien miteinander verbinden. Es geht, glaube ich, mit blauen und grünen. Und ja, Elementaraffinität verleiht der Ausrüstung mit oder der Waffe des Elements der verbundenen Materie. Also ich habe jetzt hier Gewitter reingepackt, ne? Und wenn ich Elementaraffinität daneben reinpacke, dann bekommt die Waffe sozusagen Blitzschaden. Dann tut die noch extra Blitzschaden. Steht auch da rechts, ne? In Waffe zusätzlicher Elementarschaden von 8%, in Rüstung halbiert Elementarschaden. Und ja, wenn ich eine Rüstung packen würde, also wenn hier jetzt so zwei Schienen wären und die beiden Dinger wären jetzt hier unten, dann könnte ich jemanden resistent gegenüber Blitze zum Beispiel machen oder Gift oder Feuer, was weiß ich. Jedes Element, das ich da reinpacke. Und ja, ich hoffe, von denen sehen wir noch ein paar mehr hier. Ich warte ja mal auf so eine Alle-Materie, alle. Ist auch eine blaue Materie, die ja dafür sorgt, dass man Zauber auf alle Gegner oder alle Verbündete anwenden kann. Also zum Beispiel, ich hätte jetzt hier alle drinne anstatt Elementaraffinität, dann könnte ich Gewitter auf alle einsetzen, auf alle Gegner, aber nur einmal. Also im Original war halt jedenfalls so. Und je höher alle gelevelt ist, desto öfter kann ich dann auf alle zielen. Also wenn er halt auf Level 5 ist, dann kann ich 5-mal im Kampf irgendwie Gewitter auf alle oder Heilung auf alle oder Gift auf alle machen. Und ja. Gut, hat man schon viel früher im Original bekommen, so eine blaue Materie, aber ja, kann auch nicht schaden. Die Beschwörungsmaterie, Chocobo und Moog hatten wir, glaube ich, auch schon vorher, ne? Ne, Quatsch, die habe ich aufgenommen im 17. Part. Da habe ich noch irgendwie, ich glaube, ein so ein Ding war irgendwie auf so eine Schiene und ich musste ja so Brücken runter. Ich musste irgendwie den ganzen Part irgendwie so Brücken so bewegen oder rauf und runter bewegen, damit ich irgendwie von einer Stelle zur anderen gehen kann. Und ja, eine war irgendwie ganz oben, da musste ich die Brücke einfach so nur runter machen und dann kam ich daran und da hat irgendwie MP-Bonus, glaube ich, als Materie.
weil ich glaube ich nicht ausgerüstet habe, weil doch habe ich hier. Weil war glaube ich nicht die, aber die hier, genau. MP Boost und ja. Sonst habt ihr eigentlich nicht viel passt. Ich habe die Lichter da ausgemacht, sonst ist da eigentlich nicht wirklich was passiert. Also ja, gut. Da nicht storymäßig ist da nichts passiert, außer dass ich die Lichter ausgemacht habe. Also ja. Ich habe nur gesehen, Barrett hat Punkte, die ich verteilen kann. Machen wir das mal. Weil warum denn nicht, ne? Aber was nehmen wir, ne? Das ist die Frage. TP Maximum plus 100. TP Maximum plus 150. Ich hätte gerne physische Attacke. Schaden von Feuerstoß. Hätte lieber mehr Attacke. Aber das hat er gar nicht ausgerüstet, ne? Der hat jetzt die andere ausgerüstet, das Sturmgewehr, ne? Das glaube ich mehr so auf Magie ausgelegt. Ja, da war mehr so auf Magie ausgelegt. Längere Buffs, magische Attacke, TP Maximum. Physische Abwehr könnte ich auch mal machen, aber nee. Gib mal mehr TP. Vielleicht gebe ich hier noch mal wieder die andere Waffe. Das sind nämlich die exakt gleichen Dinger. Nein, ich will das ausrüsten. Nein. Okay. Ausrüstung. Cloud hat eigentlich auch schon wieder ein paar Punkte, aber ja, lass mal erstmal. So, geben wir ihnen das. Ja, komm. Verliert er zwar ein paar TP. Der hat 967 TP im Moment. Was? Dann sind wir denn so down gerade. So, was war hier? Cloud. Für neun Dinger kann ich ja wohl ein paar Sachen noch holen. Ne? Ich glaube, 8 war der teuerste. Bei einigen Sachen. Magische Attacke. Physische Attacke 8. Warte mal, was war das? MP-Beschleunigung. MP-Regeneration 10% beschleunigt. Was bedeutet das eigentlich? Tut das sich automatisch erhöhen oder durch Angriffe? Ich bin mir nicht genauso sicher, was die damit meinen. So, wie stark ist der Panzerschwert jetzt im Vergleich zu dem anderen? Weil vielleicht will ich das auch ausrüsten. Ja, können wir mal machen, ne? Hm. Ja, komm. Ich will das hier nur einmal hochleveln, ne? Und ja, kann ich auch gar nicht mehr Schaden machen, sehe ich gerade. Sie sind schon so irgendwie... Also nicht. Sind schon irgendwie so ausgelegt, hat man auch irgendwie. So, heilen, Glut, Analyse. Und was hat er das jetzt? Hat er jetzt mit dem... Was? Hat er jetzt auch die gleichen? Ja, wir sind aber die richtigen, ne? Ja, Analyse, Heilen, Glut, das sieht richtig aus. Gut, Rückkehr des Panzerschwerts. Ich meine, das hieß im Original aber Meisterschwert. Ja, ich weiß, Legend of Zelda, aber ich meine, das hieß irgendwie anders. Entweder Bastardschwert oder... Ich glaube, das hat verschiedene Namen, weil es gibt ja auch schon, weil sie nicht so... Gibt ja die PS1-Version, die PC-Version und so was alles. Und da haben sie immer wieder so ein paar Begriffe geändert, glaube ich. Und ja, ich meine, einmal hieß das irgendwie Meisterschwert und einmal ich habe da irgendwie nur zwei Dinger drin. Ich glaube, das Spiel hat nicht irgendwie erkannt, dass ich irgendwie ein Ding da hinzugefügt habe, einen Materia Slot. So, Tifa, du hast auch Heilung, ne? So. Ja, schon vor, dass wieder Vita heißt. Ich glaube, in einigen Final Fantasy Teilen, in einigen letzten hieß das noch nicht mal Vita. Ich voll nervig fand. So. Wirksam, was das Wind habe ich nicht. Also hau ich lieber zu. Boom. Äh.
Denke mal, ich werde mit einer Kommunikation schaffen, die zu erledigen, aber dann reicht es am Ende doch immer. Da staunst du, was? Ich dachte, wir würden jetzt eigentlich schon hier direkt gegen den Boss treten, aber ja, scheint müssen wir noch ein bisschen hier durch die Gegend rennen. Wir werden den Leuten eine Show bieten, die sie ihr Leben lang nicht vergessen. Nummerier schon mal deine Bolzenblechklotz. Genau, mit Avalanche ist nicht zu spaßen. Ja, geht er schon mal nach oben. Wir müssten eigentlich auf eine Brücke kämpfen. Ich wäre schon gespannt, wie sie den Kampf umsetzen. Im Original waren nämlich die Gruppe getrennt. Ich glaube, Cloud war auf einer Seite und Tifa und Barrett war auf einer waren auf der anderen. Eine Pincher-Attacke, keine Ahnung, wie man das Deutsch nochmal nannte. Zangenangriff, keine Ahnung. Aber man konnte auch, weiß ich nicht. Muss ich ja vorstellen, das waren so rundmasierte Kämpfe, mehr oder weniger. Man ist in den Kampfbildschirm gewechselt und dann waren da Gegner. Da konnte man von beiden Seiten irgendwie den so umzingeln. Nicht mehr lang und wir sind wieder zu Hause. Glaub mir, das schwöre ich. Ja, Marlene wartet schließlich. Bestimmt sogar auf Cloud. Hm? Wenn er nicht so grantig ist, vielleicht. Kommt auf die Kohle an. So, ich warte eigentlich noch hier irgendwie auf so eine Bank oder so. Wenn wir gleich vorm Bosskampf sind, also wäre vielleicht nicht schlecht. Worauf wartest du? Öffne die Tür. Ich bin noch gerade dabei. Gibt es einen Weg, sie zu öffnen? Ja, von dort drüben. Langsam geht Shinra mir echt auf den Sack, Leute. Da hinten ist übrigens auch die Entsorgungsstation, wie es scheint. Du meinst die, wohin wir die Roboterteile geschickt haben? Ah, Belohnungszeit. Ach, die Schatzkammer. Da will ich nichts gesagt haben. Das hoffen wir mal, hat auch sich die Tür öffnen. Denkbar nicht nur die Materie-Dinger, sondern die anderen Teile jetzt auch mehr Belohnungsdinger haben. Ich nehme die mittleren. Oh nein, das kenne ich. Bleibt noch der da für dich. Aber ja, wir müssen gleichzeitig drücken. Ja, war auch im Original. War voll nervig. Oder ist das nicht das? Die Hebel des Sicherheitsfuß müssen gleichzeitig bedient werden, um die Notfallspiel zu integrieren. Die Hebel von Barrett und Cloud werden mit L und R bedient. Bewege gleichzeitig R, die auf dem Monitor angezeigten Richtung, sobald Tifa das Kommando dazu gibt. Die Notfallsperre ist momentan aktiv. Wir müssen die Hebel also gleichzeitig umlegen. Aber voll dämlich, ey. Okay, alle auf mein Kommando. Überlass das mal tiefer. Was soll das heißen? Na na, wer wird denn hier streiten? Also gut. Eins, zwei. Die Notfallsperre wurde aufgehoben. Ja, Herr Buffer, einfach. Ha, gleich auf Anhieb geschafft. Wir sind halt ein Team. Fantastisch, das war perfekt getimt. Allerdings. Beim Original war das so bescheuert, ne? Werfen. Da haben die, da haben Tifa und Barrett gleichzeitig, weiß ich nicht, die Arme gesenkt und man musste sich an deren Timing anpassen. Er war voll dämlich. Die standen dann da, haben die Arme gehoben so. Und du musstest dir sozusagen an der Timing irgendwie so gewöhnen und ja, versucht das erstmal hinzukriegen. Kinder, jetzt Hagels Geschenke. Wenn du reinkommst. Verriegelt? Ja, mit höchster Sicherheitsstufe. Was heißt das konkret? Dasselbe Spiel wie gerade, nur mehrmals hintereinander. Ha! Kinderspiel. Ja, versuchen wir's. Warum denn schon nochmal? Aktuelle Einstellung, maximale Sicherheitsstufe. Barrett, Cloud, richtet euch genau nach mir, okay? Also gut, dann... Warte auf Tifas Zeichen. Ja, ja, schon klar. Leg los, Tifa. Also gut, es geht los mit der ersten Kombination. Eins, zwei...
Oh. Zu blöd, um den Hebel umzulegen? Da waren Pfeile, habe ich gesehen. Okay. Wir schaffen das. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 1 aufgehoben. Das war super, ihr beiden. Immer weiter so. Okay, okay, nächste Runde. Eins, zwei. Die hat jetzt ein bisschen schneller gesagt. Nicht so hektisch. Wo ist er so hektisch? Das wird schon. Eins, zwei. Was? Sorry. Gott, verdammt. Jetzt wir gehen dadurch einige. Eins, zwei. Das war nur zum Aufwärmen. Okay. Nein. Wir schaffen das. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 2 aufgehoben. Super. Ungefähr genauso dämlich war im Original. Na sicher doch. Um Shinra 1 auszuwischen, würde ich alle Hebel der Welt in Bewegung setzen. Die so. Hälfte wäre geschafft. Jetzt kommt der Endspurt. Eins, zwei. Och, das war doch richtig. Versuchen wir es nochmal. Er tut so eine blöde Mechanik da einbauen. Das wird schon. Eins, zwei. Ja. Das war nur zum Aufwärmen. Okay, das muss besser werden. Wie ein Herz und eine Seele. Ihr wisst schon. Okay. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Wär doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Eins, zwei. Sicherheitsstufe 3 auf. Mein Gott. Absolut spitze. Uns hält nichts auf, was? Ja, noch 20 Versuchen. Nur noch eine Kombination. Jetzt bloß nicht schwächeln. Eins, zwei. Jawohl. Sicherheitsstufe 4 aufgehoben. Entsorgungsstation wird entriegelt. Ich dachte, der erste wird voll einfach, weil ich das beim ersten Mal geschafft habe gerade. Ich dachte schon, das wird nie was. Aber echt mal, Mensch, Klaus. Ich dachte, du warst bei Soldat. Sowas stand nicht auf dem Lehrplan. Ach ja? Und wie war das mit dem Alleskönnen? Herr Alleskönner? Ja, ja, ist ja schon gut. Lasst uns du hast doch auch Fehler gemacht. Nachsehen. Was willst du eigentlich? Diebisches Trio. Oh, lilane Materie. Was meinst du alles? Magie Boost. Okay. Warte mal, ist alles? Eine Materie? Oh. Waren gar nicht die Dinger. Okay, hier. Wollte schon sagen. So, jetzt aber. Jetzt auf dem Fließband. Tatsächlich. Genau wie du gesagt hast, Cloud. Das sind 5 Dinger, cool. Da haben sich die Mühen ja gelohnt. Stopft euch die Taschen voll. Und zwar Pickepacke. Na gut, was haben wir denn hier alles? KI-Kern. Gigabombe. Ach, das sind die Dinge. Also die haben irgendwie nichts gebracht. Super. Super Trank, ja super. Phönixfeder. Ether, für so einen Mist habe ich das gemacht. Ich dachte, ich kriege irgendwie geile Waffen oder irgendwie so, warte. KI-Kern. Das ist ein KI-Kern. Kann zu einem hohen Preis verkauft werden. Begegnen ein Wirkungsbereich. Also ich hatte mir da ein bisschen mehr auf. Ich meine, das Highlight dabei hier. Der Magie-Boost. Aber ja. Was soll man machen? Ne? Hab ich mir schon irgendwie gedacht, weiß nicht. Hätte ja zu schön sein können. Super Tränke, Phönix wieder, ne? Super. Und da ist eine Bank, so wie ich mir halt vorgestellt hatte. Erstes Part wird dann wahrscheinlich der Bosskampf sein, ne? Ich höre schon wieder mal. Betonung liegt auf Hören. Ich höre nichts, weil der Fernseher zu leise ist. Bombing Mission, das ist am Anfang, ja, zu meinem ersten Intro. So, kaufen wir mal ein paar von denen hier.
Oh, was haben wir hier? Magischer Reif, Sternreif, halt. Achso, okay. Ja, okay, der ist für Abwehr, der andere ist für, alles klar. Seelenohrring, da hat sich, glaube ich, nichts geändert. Die Musik hört sich aber absichtlich irgendwie so an, ne? So radiomäßig. Sitzen. Das Schönste auf der Welt. Wer sitzt nicht gerne, ne? Schreibt in den Kommentaren, wenn ihr gerne sitzt. So. Alles klar. So würde ich mal sagen, haben wir den langweiligen Teil hinter uns. Jetzt können wir uns wahrscheinlich um den Boss kümmern, ne? Ich habe das Gefühl, da wird ein längerer Park dann. Außer der Weg hier ist noch ein bisschen weit. Aber nee, sieht gut aus. Ja, das war, wo der Bosskampf war. Alles klar. Ja, genau die Brücke war das nämlich. Seht doch! Das ist doch Direktor Shinra. Ja, der kommt gar nicht persönlich wie im Original. Ich sehe das Funkeln von Marco in deinen Augen. Du bist ein Soldat, nicht wahr? Ich war ein Soldat. Soldat ist man auf Lebenszeit. Nur ist die für euch ja eher kurz. Die meisten von euch sterben nämlich relativ früh, weil ihre Zellen schneller degenerieren. Details sind unter Verschluss. Aber jeder Soldat weiß von seinem Schicksal. Natürlich. Hey, wir sind auch noch da! Ja! Ich lasse dich lieber gar nicht erst zu Wort kommen. Du redest mir zu viel. Ihr lasst mir ja keine Wahl bei all dem dämlichen Bockmist, den ihr täglich verzapft. Nichts als Klagen. Welch gotterbärmliche Zeitverschwendung. Ja, Verschwendung. Das ist ein gutes Stichwort. Marco wird aus dem Lebensstrom gewonnen. Der aber ist für den Planeten existenziell. Wie ihr mit der Lebenskraft dieser Welt umgeht, ist Verschwendung. Was soll das bloß für ein Ende nehmen? Hä? Es sind tatsächlich wir, die das Marco fördern. Aber wer nutzt es denn Tag ein Tag aus? Ihr alle wisst, woher das Marco stammt. Und doch wollt ihr auf den Fortschritt nicht verzichten. Sag mir, dass es nicht so ist. Was für ein Schwachsinn! Und selbst wenn es so wäre, dann nur wegen eurer verdammten Blenderei. Wir schenken den Leuten reinen Wein ein. Freut euch, kleine Narren aus den Slums. Denn von heute an seid ihr Agenten aus Wutai. Stachelt die Kriegslust unseres Volkes an. Wutai? Was soll der Scheiß? Das ist zu hoch für euch, dämliche Herren. Nein. Hey, was soll das werden? Ihr Narren, ihr habt das Heft schon seit langem nicht mehr in der Hand. Ihr habt uns vielmehr in die Hände gespielt bei unserer sorgsam geplanten Kriegsagitation. In diesem Sinne, ich bin dann also frei. Mit Dank von Shinra. Du Drecksack. So, die Vorstellung hat begonnen. Und da kommt er. Und ja, wir sind getrennt. Sie alle. Damals konnte ich nichts für sie tun. Cloud, träum hier nicht rum. Wir brauchen dich jetzt. Na, komm mal her.
Cloud, alles klar? Ja. Oh, das Bosskampfthema höre ich gerade. So, Airbuster. Ah, da ist eine Gigabombe ein, jetzt schon. Wahrscheinlich richtig hart, ne? Oh, du hast gar nicht mehr. Wir hatten Blitz. Ja, das ist doch Blitz. Gegenstände, Titanreif, Stehlbar, KI-Kern. Ich kann doch nicht klauen, was? Jetzt kann ich dir das sagen. Sehr gut, so Blitz. Ich würde außerdem mal sagen, wenn wir ausnahmsweise Barriere einsetzen. Aber irgendwie haben wir nicht so viele MP dafür, also ja, komm. Na. Das reicht mich sowieso nicht an, also komm her. Übrigens, ist das die Stimme von Mr. Krabs? Ich meine, als ich einmal in meiner Aufnahme irgendwie so geguckt habe, klang der verdächtig nach Mr. Krabs irgendwie. Für einen Moment. So, erstmal Entfesselung. Oh, jetzt hat er abgebrochen. Ah! Ich kann aber auch nicht an dem vorbei, ne? Ne. Gott, Cloud. Halt dich mal. Greift uns alle auf einmal an, ne? Ah! Ja, irgendwie komme ich nicht an den heran, wenn er so die ganze Zeit aufballert. Na komm her. Du noch weiter Blitz, genau. Oh, wir sind jetzt alle cool. Ich war zu weit weg. Bird, weiß ich nicht. Blitz. Au! Okay, vielleicht hätte ich nicht da in der Mitte stehen sollen, aber. Trotzdem. Nicht übertreiben. Oh, beschwörten sich gerade. Da sollten wir vielleicht hier stehen. Ich weiß es nicht. Super. Richtig, die ganze Zeit. Oh nein, Gigabombe sehe ich. Ifrit. Ah. Na warte. Hilf uns, Alter. Ja, irgendwie habe ich auch das Gefühl. Macht sie unschädlich. Was? Okay, der Kampf ist ein bisschen hart hier gerade. Haben wir irgendwie was alle heilt? Aber irgendwie brauchen wir alle gerade Heilung. Ne, sieht nicht so aus. Tiefer ist tot. Oh mein Gott, ehrlich, hör auf. Ich brauch. Gott, ist hier sowas von tot. Cloud. Ja, der ist jetzt weg, super. Irgendwie stand Cloud jetzt gerade für einen Moment. Ja toll, wie soll ich denn jetzt hier? Ich muss Schaden machen. Meine Dings. Oh, was zum Teufel? Oh, was? Oh.
Dann wird es ein bisschen schwierig. Na gut, muss ich sagen, den Kampf versuchen wir noch mal im nächsten Part, weil ja, war ganz schön schwierig, ey. Ja, in dem Sinne sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst bitte ein Like, einen Abo, einen Kommentar. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge. Tschüss.